Dieses Mal hat es uns in den Landkreis Fulda in Hessen gezogen. Dort machte die Mähdrescher Vorführtour des New Holland CR 8.90 Revelation mit der Firma Leinweber Landtechnik Halt. Dieses Video wird unterstützt von Leinweber Landtechnik. Mit einer Transportgeschwindigkeit von 30 km/h kommt man schon mal ordentlich von einer Fläche zur nächsten. Dann heißt es Schneidwerk dran und los geht es mit dem Dreschen. Neben Roggen ging es zu Anfangs erst einmal in den Weizen. Hier frisst der CR 8.90 mit seinem 9,15 m Variweed-Schneidwerk ordentlich was weg. Einmal um die Fläche und der Mähdrescher fängt trotz seines 14.500 Liter großen Korntanks schon an zu blinken. Da kommt jede Menge Korn im Tank zusammen, also geht's zum Abtanken. Beim Überladen werden 126 Liter pro Sekunde durch das Rohr gedrückt und auf den Anhänger gelassen, was für ein schnelles Weiterkommen sorgt. Angetrieben von einem 544 PS starken FPT Cursor 13 Motor, nimmt die Maschine wieder Fahrt im Getreide auf. Wem die hier 9,15 m Arbeitsbreite des Variweeds Schneidwerks noch zu klein sind, kann bis auf 12,50 m bei diesem Maschinentyp ausbauen. Im Inneren des Mähdreschers sorgen die 559 mm großen Twin-Rotoren für eine optimale Kornqualität. Und durch das Dynamic Feed Roll System werden Fremdkörper effizient entfernt. In der 3,7 Quadratmeter großen komfortablen Kabine sitzt man bequem und dank der guten Schalldämmung bekommt man auch nur maximal 73 dB auf die Ohren. Durch die gute Rundumsicht aus der Kabine hat der Fahrer einen guten Blick auf das Schneidwerk und über den 26,4 Zoll großen Touchscreen-Monitor auch alles im Blick, was die Einstellungen betrifft und was in der Maschine passiert. Um die Bodenstruktur zu schonen, wird hier auf ein Raubenlaufwerk gesetzt. Das SmartTrax-Laufwerk ist mit 24 oder 28,5 Zoll erhältlich und sorgt damit für einen bis zu 57% geringeren Bodendruck. Ebenso wird durch die 6 Laufrollen ein optimaler Fahrkomfort auch bei unebenen Bodenstrukturen erreicht. An dieser Stelle bedanken wir uns bei der Firma Leinweber Landtechnik für die Einladung zu dieser Maschinenvorführung. Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter von Leinweber Landtechnik gerne zur Verfügung.
Möchtet ihr auch eure Maschinen, euren Betrieb oder euer Lohnunternehmen hier einmal sehen? Dann meldet euch doch einfach bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach Maschinen oder Betrieben, die wir mit unseren Kameras begleiten dürfen. Und um auch weiterhin keine Videos von uns zu verpassen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Team von Land und Technik.